Hallo, liebe Plüschis und ja, die Moderation funktioniert schon gut. Hallo, liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Wir werden uns heute weiter mit den Ostereiersuche beschäftigen. Und da ich einen lieben Tipp von einem Abonnenten von mir bekommen habe, nochmal herzlichen Dank an Supergirl 1.0. Weiß ich, dass Felicity hier in Firegrove und Avalon in Veildale eine Ostereiersuche für mich haben. Und ich werde mich auch jetzt mal am Wochenende darum kümmern, mal so ein bisschen die Leute ausfindig zu machen, die eine Ostereiersuche für mich haben. Und auch mal so, ich habe auch gerade schon gesehen, hier in der Nähe gibt es ein goldenes Osterei. Da werde ich mich auch mal am Wochenende mit beschäftigen. Und wenn ich jetzt hier noch weiter an diesen Kartons ziehe, dann liegt der eine Karton gleich unten. Eier suchen? Die meisten Leute in Firegrove sind ja inzwischen zu alt dafür. Schön, dass du es versuchen willst. Ich habe tolle Preise für diejenigen, die alle Eier finden. Oh, zwei Karotten kriege ich. Jetzt mal so hinausgeplaudert. Hier ist ein Osterei. Oben liegt noch eins. Den Easy möchte ich mir auch gerne noch holen. Den finde ich auch super hübsch. Aber nichts toppt bei mir den Rappen. Bei jeder Rasse. Ich hole mir bei jeder Rasse, wo es gibt, Rappen. Oh. Das war aber jetzt nicht schön, Night Diamond. Das war nicht höflich, bei anderen Leuten über den Tisch zu laufen. Ah, okay. Gut, wir merken uns schon mal, da ist schon mal das erste goldene Osterei. Das werde ich aber jetzt nicht einsammeln, weil ich das in einem regulären Video machen möchte. Wir wissen schon mal, wo eins ist. Das ist doch schon mal zumindest gut. Da hinten auf der anderen Seite bei Professor Jura war ich noch nicht. Da wollen wir doch jetzt nochmal eben gucken gehen. Da ist noch eins. Oh, der Stall ist auch so riesig geworden, ey. Das war doch schon mal ein guter Einwand mit Professor Jura. So, dann laufen wir zu Felicity zurück und, ja. Gut gemacht, hier ist dein Preis. Ja, nicht ganz, zwei Äpfel sind es geworden. Hier unten kommen die zu. Boah, ich habe aber jetzt schon relativ viel Futter für meine Pferde. Also ich könnte theoretisch mal wieder anfangen, meine Pferde zu trainieren. Ich habe echt momentan keinen Nerv dafür, weil ich einfach so lange daran sitzen muss. Und es dauert jeden Tag prinzipiell 2 Stunden. Du entfernst dich von dem goldenen Osterei. Ja, das tut mir furchtbar leid. Und jetzt reiten wir nach Veildale und gucken, dass wir da Avalon finden. Ich weiß natürlich, wo Avalon steht. Dass wir dann da zu Avalon gehen und ihm dann auch mal. Mir ist es noch gar nicht aufgefallen. Der Gurt von dem bunten Ostereier-Set ist einfach regenbogenfarben. Das ist so toll. Boah, ich habe 35 mal Heu. Ich habe insgesamt 57 Mandarinen, 44 Äpfel und 51 Karotten. Nur um meine Pferde zu verpflegen. Also das ist schon echt, echt wow. Ups. Wenn wir jetzt am Veildale See auch noch den Dings da noch sehen, dass der vielleicht auch noch eventuell Quests für uns hat, dann werden wir uns damit natürlich auch beschäftigen. Wir werden uns natürlich die ganze Woche, also die ganzen restlichen Tage noch damit beschäftigen, mit der Ostereiersuche. Und hier kommt uns ein Club entgegen, die Ferris Joker Family, glaube ich. Boah, ich bin aber durchgekommen, ohne eine Anfrage zu kriegen. Weil normalerweise, wenn ich da durch sowas durchreite, kriege ich immer 150.000 Anfragen. So, hä, willst du nicht bei uns in den Club und bla bla. Nein.
Ich bin im Moment nicht interessiert an einem Club. Ich möchte auch momentan in keinem Club sein, da mir A, die Zeit fehlt und B, ich auch ehrlich gesagt kein Interesse an diesen Clubs habe. Ganz einfach, weil mir das auch, da ich jetzt so ehrlich bin, da mir das dezent auch auf die Nerven geht, dass man an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit dort und dort sein muss. Ich weiß, viele Clubs machen das auch freiwillig, dass sie sagen, ihr müsst nicht unbedingt da sein. Es wäre aber schön und sowas kann ich ehrlich gesagt nicht leiden. Also, was heißt nicht leiden? Also, ich kann es, ich möchte so etwas nicht, dass man halt gezwungen wird, also dass man gezwungenermaßen irgendwo hingehen muss. Und dass man dann von irgendjemandem dann so nachgesagt worden ist, ja, du bist ja nicht gekommen, weil wegen bla bla bla. Und ich weiß, bei den meisten von euch ist es nicht so, aber es kann immer wieder mal schwarze Schafe darunter geben, die dann zum Beispiel sagen so, also das fand ich jetzt nicht so schön, da hätte man auftauchen können und das wäre eigentlich ihre Verpflichtung gewesen und bla bla bla. Also... ich weiß es einfach. Eier, Ostern, ach so, ja, die Eier, die ich versteckt habe. Wo waren sie nur? Ach ja, es geht ja darum, dass du sie finden und ich dir einen Preis dafür gebe. Dann ist es ja gut, dass ich vergessen habe, wo ich sie versteckt habe. Viel Glück. Das ist sehr lieb von dir, Avalon. Und ich gucke jetzt mal, ob ich die Eier so schnell wie möglich finde. Da ist nicht eins rum. Ich weiß natürlich nicht, ob Star Stable das so gemacht hat, dass bei jedem das Ei gleich irgendwo rumfliegt. Also es kann ja sein, weil zum Beispiel bei der Regenbogenjagd war es ja so, dass bei jedem nicht immer gleich das war, sondern dass es auch manchmal so verschieden war. Ja. Also ich hoffe, ich kann euch einfach ein bisschen damit weiterhelfen. Ich würde euch ja mit diesem Video ja eigentlich nur zeigen, wer genau eine Ostereiersuche hat. Und ich möchte einfach diese ganze Ostereiersucherei ja nicht alleine machen, sondern ich mache sie liebend gern zusammen mit euch. Und ihr könnt mich auch gerne mal anschreiben über unsere offizielle Facebook-Seite oder über unsere YouTube-Seite, wo ihr dann so fragt, so hey, kann ich nicht vielleicht mal in einem Video mit dabei sein? Das mache ich natürlich auch. Außer halt bei solchen Quest-Sachen, wo ich mir dann so sage, so kann ich da dann jetzt ein Abonnenten gebrauchen, der mir eventuell so dazwischen funken könnte. Aber bei solchen Sachen wie die Ostereiersucherei, da finde ich jetzt eigentlich nicht sogar, da finde ich das sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn mir da jemand mal ein bisschen Gesellschaft leistet und ich da nicht so alleine bin. So, hier ist noch, hier fliegt noch ein Osterei rum. Habe ich überall die Fotos gemacht, als ich die Abstimmung für die Ponys gemacht habe. Auch eigentlich ist mir aufgefallen, ist eine Abstimmung für die friesischen Sportpferde total hinfällig. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe 2 von 3 friesischen Sportpferden. Der einzige, der mir halt jetzt noch fehlt, ist nämlich das graue friesische Sportpferd. Das heißt, der wäre dann überfällig, wenn ich... dass mir das friesische Sportpferd anschaffe. Ich muss jetzt sowieso gucken. Ich habe zwar jetzt wieder 300 Starcoins durch Ostern geschrieben bekommen, aber... aber ich bezweifle halt, dass es bis zum nächsten doppelten Starcoins-Wochenende reicht. Weil ich habe das nämlich das letzte Mal, als ich das nämlich versucht habe... als ich das machen wollte, ist mir das nämlich vollkommen entgangen und dann hieß es auf einmal so, Bitch, ist zu Ende, Bitch. Wo ich mir dann auch noch gedacht habe, so, Bitch. Naja, okay. War hier unten? Ja, hier ist das letzte Osterei. Was sie sich alles ausdenken, nur um die Ostereier zu sammeln. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. So. Du hast alles gefunden? Sehr gut. Was? Preis? Ach genau, du bekommst ja noch einen Preis. Bitte sehr, frohe Ostern. Wir haben ein kleines Kleid bekommen. Ein
klitzekleines Kleid, ein Osterkleid, was. Naja, es sieht nicht ganz so übel aus, ist zwar nicht so ganz mein Geschmack, aber naja, kann man anziehen. So, jetzt wollte ich nochmal eben schnell nach Vale Day reinreiten und gucken, ob da noch irgendjemand was für mich hat, was ich zwar weniger glaube, aber es kann ja sein, dass ich hier vielleicht ja nochmal ein bisschen rumreiten muss. Also da oben ist keins. Hier ist auch nichts. Also ich glaube, das war es dann auch für die Osterjagd hier. So, ich würde dann mal sagen, ich verabschiede mich dann jetzt schon mal von euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr das sehr unterhaltsam fandet. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, worum ich euch vorhin gebeten habe. Warum habe ich euch überhaupt gebeten? Das habe ich mir da vergessen. Das ist schön. Also, falls ihr was in die Kommentare... Ach ja, genau, also falls ihr... Das war es gewesen, was ich angesprochen habe. Also falls ihr mit mir irgendwie mal was zusammen drehen wollt oder so, dann natürlich auch in die Kommentare rein und dann sagen so, hey, ich möchte gerne mal bei dir beim Dreh dabei sein. Liken und abonnieren nicht vergessen und dann hören wir uns auch schon bald wieder. Ciao, ciao!